Anlässlich des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Urologie, der vom 26. bis 29. September im ICC stattfand, wurde eine Sache deutlich festgelegt. Nierensteine während der Schwangerschaft sollen versorgt werden. Wir waren bei Dr. Neimeyer am Franziskusklinikum und haben ihn dazu befragt. Die Genese der Nierensteine hat eine vielfältige Ursache. Es können einmal Stoffwechselstörungen sein, es können genetische Ursachen sein, es können Entzündungen im Vorfeld im Bereich der Niereblase abgelaufen sein, die zur Steinbildung führen. Zum Teil wissen wir es aber auch nicht. Das Problem ist es, treten Nierensteine während der Schwangerschaft auf, können diese, wenn sie sich aus dem Bereich der Niere durch den Harnleiter bewegen, zu kolikartigen Beschwerden führen, weil der Harnleiter dann obstruiert, verschlossen wird und somit es zu einer Nierenstauung kommt und Koliken ausgelöst werden. Kolikartige Beschwerden sind sofort schmerzhaft auftretende Beschwerden und diese können Wehen auslösen, eine Frühgeburt auslösen und das würde die Schwangerschaft gefährden. Wie sieht dann die Therapie aus? Wir wollen während der Schwangerschaft den Stein nicht entfernen, sondern wir wollen die Niere nur ableiten. Damit gewinnen wir Zeit, um nach der Schwangerschaft eine normale Steinsanierung durchzuführen. Dabei bleiben uns alle Therapieoptionen, die wir haben. Während der Schwangerschaft versuchen wir, die Niere abzuleiten. Entweder durch einen kleinen, dünnen Schlauch, der fein zwischen Niere und Blase eingelegt wird, um den Urin abzuleiten, beziehungsweise durch einen kleinen Schlauch, der in die Niere direkt eingelegt wird. Beide Verfahren werden unter sonografischer Kontrolle durchgeführt, sodass das Kind keiner Strahlenbelastung ausgesetzt wird. Steine, die sich in den Nierenkelchen befinden, bereiten keine Probleme. Probleme beginnen dann, wenn Steine sich aus der Niere in Richtung Harnleiter bewegen und dort quasi wie ein Korken diesen verschließen. Dadurch kommt es zur Harnstauung, der Urin wird nicht mehr weiter transportiert, Koliken werden ausgelöst, diese Niere kann sich infizieren und das gefährdet die Schwangerschaft und kann zur Frühgeburt führen. Normale Standardschienen wie diese kann man in der Schwangerschaft nicht so optimal einsetzen, weil die Patientin das Gefühl der schweren Schiene doch merkt. In der Schwangerschaft setzt man spezielle Schienen ein, die sehr, sehr weich sind, sehr, sehr klein sind, dasselbe Ergebnis haben wie auch eine dicke Schiene, dort zum Liegen kommen und dadurch wird die Niere entlastet. Gelingt uns das nicht, eine Schiene einzulegen, würden wir die Niere von außen ableiten. So haben wir die Möglichkeit, Zeit zu gewinnen und nach der Schwangerschaft eine Steinsanierung durchzuführen. Hier sehen wir, wie ein Nierenstein nach der Schwangerschaft ganz unproblematisch entfernt wird. Gibt es Präventivmaßnahmen, die die Schwangeren im Vorfeld treffen können? Man kann relativ wenig für die Schwangeren empfehlen. Das Problem ist, genau das zu machen, was man vor der Schwangerschaft eigentlich auch machen sollte. 3 bis 4 Liter am Tag zu trinken. Wichtig ist es, in den ersten Wochen der Schwangerschaft, wo die Schwangerschaft festgestellt wird, genau festzuhalten, wie die Nieren ausgesehen haben, auch sonografisch, und das dokumentiert wird. Schwierig ist es für uns immer dann zu sagen, liegt eine normale Harnstauung vor durch das Kind oder durch andere Probleme, wenn man Voruntersuchungen nicht weiß. Und deshalb sollte man die Empfehlung geben, bitte auch einmal auf die Niere zu schauen und das zu dokumentieren.